Hallo, hallo! Heute möchte ich euch eine Technik zeigen, und zwar wie man hier eine, sag mal, relativ automatische und sehr schnelle Dodge and Burn Ebene zusammenbringt, die dann hier so aussieht, wo hier wirklich, ich sag mal, so ziemlich alle Details und Strukturen im Bild dann eingebunden sind. Grundsätzlich kann man eine Dodge and Burn Ebene natürlich auch manuell machen. Hin und wieder ist das aber ganz hilfreich, beziehungsweise oft auch eine Zeitfrage, um hier sehr schnell eine Kontraststeigerung im Bild durchzuführen, beziehungsweise sehr viel mehr Tiefe einzubauen. Wie das Ganze funktioniert, möchte ich euch jetzt zeigen. Und zwar mit Steuerung, Umschalt, Alt und E wird mal alle bis jetzigen Ebenen auf eine neue Ebene dupliziert. Diese wird dann invertiert und in der Ebenenfüllmethode strahlendes Licht verrechnet. Unter Filter, Weichzeichnungsfilter, matter machen. Sucht man sich hier nun Werte, die für das jeweilige Bild dann passen. In diesem Fall hier habe ich einen Radius von 50 Pixel und einen Schwellenwert von 30 Stufen gewählt. Man kann das sein eigenes Bild einfach anpassen. Einfach selbst mal probieren, welche Werte einem selbst gefallen. Mit OK bestätigen. Photoshop benötigt dann eine Zeit, das Ganze zu berechnen. So. Und jetzt da. Sieht schon mal so aus. Und jetzt da werden wieder alle Ebenen auf eine neue Ebene dupliziert. Mit Steuerung, Umschalt, Alt und E. Diese Hilfsebene matter machen, können wir jetzt da löschen. Sie wird nicht mehr benötigt. Ja. Und diese Ebene, diese neue Ebene, taufe ich jetzt da automatisches Mega Dodge and Burn. Dies jetzt ist noch in Farbe und sieht noch nicht wirklich nach Dodge and Burn aus. Da kann man sich helfen mit Steuerung, Umschalt und der Taste U. Man kann ja aber auch unter Bildkorrekturen, Farbton, Sättigung, hier diesen Sättigungsregler auf minus 100 stellen, ist der gleiche Effekt. Okay, so und jetzt da haben wir an und für sich schon unsere Dodge and Burn Ebene mit Schwarz, Weiß und Grauflächen. Und diese können wir jetzt dann mit der Ebenenfüllmethode ineinander kopieren. Dann mit dem Bild verrechnen. Man kann hier natürlich wählen, ineinander kopieren oder weiches Licht oder auch hartes Licht, je nachdem, wie einem der Effekt gefällt. Ich wähle hier mein weiches Licht, hier nicht ganz so heftig das Dodge and Burn durchzuführen. Und diese Ebene kann man dann auch noch weiter bearbeiten oder verfeinern mit zum Beispiel dem Weichzeichner. Und er sagt, wir will hier nicht so harte Konturen, hier ein bisschen weicher, okay. Sieht er das vorher, nachher? Ja, genau, ist der härtere Effekt, hier mit etwas Weichzeichner. Natürlich kann man diese Ebene dann auch noch selbst mit Dodge and Burn dann noch weiter verfeinern oder weiter bearbeiten. Und hier dann selbst noch Bereiche wählen, die man aufgehellt haben möchte oder wie auch immer. Naja, viel Spaß beim Probieren. Diese ganzen Schritte sind doch einige, kann man sich auch in einer Aktion zusammenfassen. Das habe ich hier schon gemacht. Und einfach auf Play drücken und der Rest passiert dann von alleine. Den Effekt kann man dann je nach Lust und Laune mit der Deckkraft etwas reduzieren oder eben noch selbst bearbeiten, mit einem Gaußschen Weichzeichner bearbeiten und so weiter. Hier zum Beispiel noch eine Stirn, die man vielleicht etwas mehr mit Dodge and Burn bearbeiten möchte. Der Vorher-Nachher-Effekt ist dann ziemlich heftig. Oder auch hier ein Foto einfach in einem Einkaufszentrum. Lass hier wieder diese Aktion ablaufen, diese verschiedenen Schritte. Yes.
einfach eine schnelle Möglichkeit, um hier sehr schnell Dodge and Burn durchzuführen, wo man nicht selbst stundenlang herummalen will. Und ja, hier nehme ich aber zum Beispiel weiches Licht. Yes. Okay, viel Spaß beim Probieren. In diesem Sinne, bleibt kreativ. Bis zum nächsten Mal. Euer Maxl. Ciao.